Puh, nach langer Reise erreichte der einsame Mann im Wald einen Stein und viele davon. Und da wollte er drüber reden und das tut er jetzt. Ja, nee, so lang war die Reise nicht. Die Bushalte ist nicht weit weg. ich glaube, ich bin 1,5 Stunden oder was unterwegs gewesen, um hierher zu kommen. Inklusive Laufweg geht also definitiv. Ja. Ja, geht total toll mit ÖPNV. Und ich dachte mir, dieses Jahr werde ich einige Beiträge zu Naturschönheiten, die man mit ÖPNV einfach erreichen kann und die halt jetzt eben irgendwo in Südwestdeutschland liegen, weil da bin ich halt. Ne? Vielleicht, wenn ich Glück habe, auch nochmal irgendwas woanders, wenn man woanders unterwegs ist und da mit ÖPNV hinkommt. Ich bin ja ein großer Fan vom Deutschland-Ticket. Hier bei mir ist das Ding super. Ich weiß, jetzt werden mir einige schreiben, bei uns bringt das gar nicht. Kann ich nachvollziehen. Es gibt Regionen, die sind mehr Entwicklungsland und Regionen, die sind weniger Entwicklungsland, was ÖPNV angeht in Deutschland. Für mich ist das überhaupt kein Thema. Ich komme fast überall, inklusive an solche schönen Waldorte, mit dem Bus, mit der Bahn, in sehr guten Takt zum Teil. Also hier bei uns im Südwesten ist das wirklich schon relativ schön. Ne? Als ich studiert habe in Bayern, gab es den Morgenbus, den Mittags-Zurückbus und alternativ konntest du noch um 20.15 Uhr zurückfahren und musstest dir die Zeit im Ort sonst um die Ohren schlagen. Also das sind schon noch andere Bedingungen gewesen und das war ja auch noch nicht am ADW, sondern wo man studieren konnte. Ne? Und ja, also das nur am Rande angemerkt und damit zu den Steinen. Was wir hier sehen, ist eine Buntsandsteinformation, eine gemischter Buntsandsteinformation, um genau zu sein. Und zwar ist das hier der Volzimmer Stein oder die Volzimmer Steine. Je nachdem, wie man es nennen möchte. Offiziell heißt Volzimmer Stein. Wir befinden uns im Enzkreis, genau genommen kurz hinter dem Luftkurort Dobel. Deswegen kommt man da mit dem Bus ganz gut hin. Und haben hier eben diese schöne Infotafel zu diesem geologischen Konstrukt. Im Wesentlichen ist das einmal eben zerklüfteter Buntsandstein, habe ich ja schon gesagt. Und zum anderen ist es eine Blockhalde vorne dran, die dann auch wieder ein wertvolles Kleinstökosystem darstellt. Das Ganze ist ein flechtenhaftes Naturdenkmal. Das bedeutet normalerweise, dass man es nicht betreten darf. Bei geologischen Naturdenkmälern gibt es da dankenswerterweise aber Ausnahmen, dass die sehr wohl betreten werden dürfen, weil man kann die nicht kaputt machen. Ich habe zwar im Internet auch schon gelesen, man dürfe hier nicht an den Felsen rumklettern, weil es eben ein Naturdenkmal ist und so weiter. Was da aber vergessen wird, ist, dass nur weil es ein Naturdenkmal ist, hat es nicht zwingend ein Betretungsverbot. Und wenn das Betretungsverbot besteht, dann muss es mit amtlichen Schildern ausgezeichnet sein. Das ist hier nicht der Fall. Und nicht mal ein Naturdenkmalschild steht hier, ein offizielles amtliches. Und damit dürfen wir hier in diesem Fall im guten Glauben davon ausgehen, dass kein Betretungsverbot besteht. Das heißt, ich darf hier jetzt rumlaufen, was ich auch gleich tun werde. So, kurz zur Entstehung. Wir haben da, wo ich jetzt draufstehe, mehr oder weniger, hier auf Bodenniveau und ein bisschen tiefer wohl möglich. Vielleicht sind wir aber auch schon wieder auf dem nächsten Steinniveau angekommen. Solche Schichten hier. Ja, also Auswaschung der weichtonig-lehmigen Zwischenlagen bedeutet, als sich hier der Sandstein abgelagert hat. Sandstein ist ja komprimierter Sand, der irgendwann mal in der Geschichte angehäuft wurde. Das kann marines Sediment sein, sprich es ist Meeressand von irgendeinem Flachmeer beispielsweise. Kann sein, kann aber, und das ist meistens der Fall, insbesondere beim Buntsandstein, ein Sediment auch sein, das sich einfach am Fuß von irgendeinem Gebirge angesammelt hat, weil aus dem Gebirge irgendwann mal Sand ausgetragen wurde. Also bestenfalls limnisch, sprich vom Fluss angelagert oder schlicht und ergreifend durch Abreibungsprozesse im Gebirge einfach den Berg sozusagen runtergekullert und sich am Gebirgesrand zum Beispiel gebildet. Es kann auch ein Abriebsand sein durch enorm starke Winde, die ein leichtes Gestein abgerieben haben, also ein leicht abreibbares Gestein abgerieben haben. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Im konkreten Fall beim Buntsandstein ist es tatsächlich ein, gerade hier unser Buntsandstein, der auch Konglomerate enthält, also größere Teile drin, ist es wirklich was sich am Fuß
eines Gebirges und oder in Form einer Steppenwüstenlandschaft abgelagert hat. Soweit ich das jetzt gerade noch im Kopf habe. Ich schreibe es euch aber unten nochmal hin, weil ich habe es, glaube ich, gerade nicht hundertprozentig richtig im Kopf. So, dazwischen kann es auch mal sein, dass sich in der Phase, in der sich jede Menge Sand ablagert und dann später vom eigenen Druck zusammengepresst wird und zu Sandstein wird, kann es auch mal Phasen geben, in denen sich eben nicht Sand, sondern feineres Material, wie eben Ton und Lehm, ablagert. Lehm ist eine Mischung aus Sandkörnern, Tonpartikeln, super, super feine, kleine, klebrige Partikelchen und dem in der Mitte, nämlich Schluff, das ist ein komisches Wort, aber das heißt halt so, nicht mehr Sand, aber auch noch nicht Ton, ist halt einfach Schluff, hat ungefähr die Korngröße von Type 405 Mehl, wer das mal angefasst hat, weiß, wie sich Schluff anfühlt. Und diese Mischung, alles zusammen, bildet einen Lehm aus. Ein toniger Lehm ist dann ein Lehm, der einen erhöhten Tonanteil hat, also nicht 33% Sand, 33% Schluff, 33% Ton, sondern eher 50% Ton und 25% Sand und von mir aus Schluff. Ja, aber da gibt es verschiedene Varianten. Jedenfalls ist ein toniger Lehm, enthält alles drei mit Schwerpunkt auf Ton. So, und das Zeug ist halt eher auswaschbar, weil es nicht so stark verdichtet und nicht zum richtigen Stein zusammengedrückt, sondern wirklich immer noch als Feinmaterial, das weggespült werden kann, vorliegt. Ja. Und wenn wir jetzt eben so eine ausspülbare Schicht unter einer massiven Sandsteinschicht, also wirklich richtig schön zusammengepresster Sand zu einem festen Stein haben, dann kann, wenn Wasser hier irgendwie durch die Klüfte eindringt, hier unten irgendwas rauswaschen oder gar hier zum Beispiel, insbesondere am Rand von sowas, stark was rauswaschen. Und wenn das passiert, dann fehlt da natürlich Untergrund und dann sackt hier oben irgendwas ein. So, und zusätzlich, das steht hier auch, haben wir hier noch Frostsprengung, heißt in die Klüfte, die sich dann nach und nach bilden, die bilden sich unter anderem wegen Temperaturausdehnung, Druckwegfall oder eben einfach die Tatsache, dass der langsam sich aufweichende Untergrund Mikrorisse erzeugt, Miniaturst-Erdbeben lokaler Art sozusagen unter unserem Stein und dann bilden sich eben Mikrorisse. In die Mikrorisse gelangt an einem Tag wie heute, tagsüber schön warm, wirklich angenehme Temperaturen, Wasser in so einen Mikroriss im Fels, nachts gefriert es nochmal, wird es richtig schön kalt, das Wasser in unserem Mikroriss gefriert auch und was macht es dann? Sich ausdehnen und was macht es dann? Dann macht es Peng und damit entstehen dann Risse, die Mikrorisse immer größer, mitunter kann das auch mit einem richtigen Explosionsgeräusch und mit einer Sprengung im wahrsten Sinne des Wortes einhergehen und es fällt ein Stück Fels da hinten von der Wand ab, das gerade weggesprengt wurde durch den Frost. Die Kraft, die Wasser beim Ausdehnen, also beim Gefrieren hat, ist unvorstellbar stark. Da kommt auch massiver Fels nicht gegen an. Dieser physikalisch-chemische Prozess der Ausdehnung von Wasser beim Gefrieren, das macht es immer. Punkt. Ja. Da kannst du also wirklich durch schiere Gewalt nicht gegen ankommen und das sprengt eben, wie gesagt, selbst Fels. Ist eine faszinierende Angelegenheit, insbesondere wenn man das mal gehört hat. Ich hatte einmal das Vergnügen, eine Frostsprengung im Gebirge wirklich zu hören, dankenswerterweise nicht vom dazugehörigen Steinschlag getroffen zu werden. Den habe ich auch nicht gesehen, ich habe es wirklich nur gehört. Also erst hat es Knack gemacht, so ein richtig lautes Peng-Knack. Dann kurz still und dann krach, weil da gerade was runtergefallen war. Also spannend. Gut, aber was wir uns jetzt angucken wollen, in einigermaßen kompakter Form, einfach deswegen, weil ich zu wenig Akku mitgenommen habe, ist der Volzimmer Stein bzw. dieses Gebiet hier und die ökologischen Besonderheiten, die hier eben vorliegen. Zur Entstehungsgeschichte der Geologie, das haben wir uns ja gerade schon angehört bzw. gerade drüber geredet, ich möchte auch nicht zu sehr in den Felsen rumkraxeln, wie gesagt, es ist vielleicht nicht verboten, es ist aber auch nicht unbedingt die feine Englische, das ist ein besonderes Ökosystem, in dem man nicht mehr kaputt machen sollte als unbedingt notwendig. Ja, und ihr seht hier die Felsformation und ich lasse euch da einfach mal ein bisschen gucken, ohne dass ich im Bild bin.
So, und solche Felsformationen, die langsam zur Blockhalde werden, sprich immer mehr Zeug darunter fällt, weil es halt immer instabiler wird. Man sieht das übrigens sehr schön zum Beispiel an der Platte da oben, die darum liegt. Ja, ich denke, ihr könnt sie sehen. Die ist zum Beispiel gerade erst vom Hauptstein sozusagen abgesprengt worden und jetzt liegt sie dann halt eben so, was heißt gerade erst, das ist bestimmt auch schon ein paar hundert, möglicherweise tausend Jahre, ich habe keine Ahnung, wie lange das her ist, das kann vor ein bisschen oder eben vor sehr, sehr viel Zeit der Fall gewesen sein, ganz schwer zu sagen, dafür bin ich nicht Fachmann genug, aber so funktioniert das dann langsam, dass quasi von dem großen Klotz immer mal wieder einzelne Platten, Scheiben sozusagen durch Frostsprengung abgetrennt werden und mit dem mit dem Auflösen des Untergrundes, dem Ausspülen des Bereichs, worauf die stehen, fällt dann auch irgendwann der ganze Turm einfach mal um. Und wenn er dann umgefallen ist, dann liegt hier eben so ein Haufen wie das da, dann so da, wie es jetzt hier da liegt. Insbesondere wenn sie dann mal umgefallen sind, dann macht sich bemerkbar, dass die Steine dann in erheblich größeren bzw. schnellere Verwitterungsprozesse durchlaufen, weil die Schichtung vom Buntsandstein ja so ist, dass die Oberfläche, die schon immer die Oberfläche war, schon recht hart geworden ist, auch vom Druck zusammengedrückt worden ist. Die Seitenflächen von so einem Stein hingegen, die sind ja nicht so sehr zusammengepresst worden und da findet dann auch die Verwitterung meistens etwas schneller statt, bedeutet, nachdem es umgekippt ist, wird es recht schnell wieder zu dem, woraus es mal bestand. Ist bei Sedimentgesteinen immer so. Sie bestehen erstmal aus irgendwas, was sich angesammelt hat und werden dann zu Stein und dann zerbröseln sie wieder in das, was sich damals angesammelt hat und werden wieder zu dem, sozusagen. Ja. Und das ist auch hier der Fall. Das heißt, das Resultat, wenn die hier klein gerieben werden, ist wieder Sand. Schlicht und ergreifend. Ja, wie schon gesagt, besonderes Ökosystem. Selbstverständlich sind die ganzen Spalten und Klüfte hier im Fels hervorragender Lebensraum für verschiedene Tierchen, insbesondere die, die solche Lebensräume besonders mögen. Das können diverse Vögel sein, das kann auch mal ein Siebenschläfer sein, da kann sich aber auch schlicht und ergreifend ein Fuchs drin wohlfühlen, theoretisch auch ein Wolf. Gerade in solchen Höhlen, wie zum Beispiel dieser kleinen Höhle, die ihr da sehen könnt, das wäre durchaus vorstellbar, dass sowas in einer ansonsten unbewohnten Landschaft, natürlich sind die hier viel zu prominent, als dass ich da ein Wolfspaar das Ding als Wolfshöhle aussuchen würde, aber vorstellbar wäre sowas in der Theorie schon. Und ja, wie gesagt, auch für den Fuchs interessant. Sehr spannend natürlich auch für Fledermäuse. Die brauchen nicht zwingend eine Höhle. Es darf auch manchmal einfach eine sehr dunkle Felsspalte sein, eine sehr enge Felsspalte, wo sonst niemand hinkommt. Voraussetzung natürlich, dass es da nicht allzu stark reinregnet. Das wäre dann wiederum kontraproduktiv für die Fledermäuslein. Aber so einzelne Spalten und Höhlen gibt es in solchen Formationen immer sehr gerne, die auch möglicherweise für Fledermäuse geeignet sein könnten. Ja, und dadurch, dass der Untergrund hier direkt, auf dem ich stehe, ein Stück weit in Bewegung ist und hier immer mal wieder ein neuer Stein runterpurzelt, beziehungsweise andere Steine langsam in sich weiter zusammensacken, noch ein paar Zentimeter sich weiter bewegen, sind typischerweise solche Blockhalden ein Ort, wo Baumwachstum eher schwierig ist. Ihr seht also hinter mir nur wenige Bäume. Ursprünglich, das Schild sagt, hier wachsen gar keine Bäume, das stimmt nicht, das Schild ist offensichtlich sehr alt. Es wachsen hier schon inzwischen ein paar Bäumchen, aber allzu viele sind es nicht und die können auch deswegen jetzt wachsen, weil das Schild eben sehr alt ist, weil wir inzwischen hier geringere Wilddichten haben, es einfacher ist für einen jungen Baum irgendwo Fuß zu fassen, wo keine anderen Bäume nebendran sind, weil er nicht sofort niedergefressen wird. Das war früher eben vor 50 Jahren oder so noch ganz anders oder auch nur vor 40, 30 Jahren war das noch ganz anders und dementsprechend so langsam geht da ein bisschen was. Bäume, die man einigermaßen erwarten darf in so einer Geröllhalde, so dann wie gesagt überhaupt welche da sind, Blockhalde, Entschuldigung, ist der Fachbegriff,
sind zum einen die Birke. Hier stehen einige Exemplare. Birke als Pionier der Pioniere besiedelt jedes neue Land, auf dem nicht gerade Wald steht, sofern in der Nähe irgendwo ein Birkenbaum rumsteht, der ein paar Samen dazu hat spenden können, dass hier ein weiteres Birkenwachstum möglich ist. Sie gehört damit automatisch auch in die Blockhalde, kommt überall hin, kann überall mal keimen und erreicht zumindest ein reproduktionsfähiges Alter. Die dünnen Dinger, die hier rumstehen, können auch schon Samen produzieren. Birke ist in der Hinsicht wirklich sehr viel schneller als alles andere. Eher untypisch, aber der Tatsache geschuldet, dass hier überall drumherum sonst Tannen stehen, sind eben die Tannen, die wir hier in der Blockhalde haben. Das ist kein Baum, der speziell auf Blockhalde ausgelegt ist und normalerweise da auch keine allzu hohe Lebenserwartung hat, leider. Das heißt, die sind, schwer zu sagen, vielleicht 60, sowas um den Dreh, wenn sie dann hier schnell gewachsen sind, wovon ich ausgehe, weil da spricht eigentlich wenig dagegen, zumindest in den ersten Jahren. Und vielleicht sind es auch schon 70, sowas um den Dreh, aber älter nicht. Sie könnten auch noch ein Ticken jünger sein, schwer zu sagen. Eben wegen den Bodenbedingungen, dass hier möglicherweise mehr oder weniger Nährstoffe vorhanden sind, je nachdem, wo man steht. Das ist ganz kleinräumig unterschiedlich, ob du jetzt halt gerade auf einem Felsen stehst oder zwischen zwei Felsen. Zwischen zwei Felsen könntest du mit der Wurzel zum Beispiel Zugang zum Tonuntergrund haben. Und Ton ist prinzipiell zwar schwer zu durchwurzeln, aber sehr nährstoffreich und das wäre dann eher vorteilhaft. Außerdem staut sich auf dem Ton das Wasser. Wenn man dann mit der Wurzel in dem Bereich, wo sich das Wasser regelmäßig staut, ein paar Wurzeln hat, dann hat man an der Stelle auch regelmäßig Wasser relativ lang durchs Jahr verteilt. An anderen Stellen, wo zum Beispiel tiefe Klüfte durch die diversen Steine, die hier unter uns liegen, das sind ja viel mehr, als wir sehen können, da unten drunter sind ja noch mehr davon, kann es durchaus sein, dass wenn man eben in diesen Klüften steht, das Wasser so weit unten sich sammelt, beziehungsweise massiv durch die ganzen Klüften im Stein quasi sofort verschwindet und ab ins Grundwasser, bestenfalls, oder in den nächsten Bach, in diesem Fall hier wahrscheinlich wirklich ins Grundwasser, weil das ein Plateau ist, und der Baum hat nichts von gesehen und an der Stelle kann er dann gar nicht wachsen. Das bedeutet, es ist ein Stück weit ein Zufallsprinzip, ob du, wenn du als Samen in so eine Blockhalde reinfällst, als Baum überhaupt eine Chance hat zu wachsen. Im Großen und Ganzen Blockhaldenwälder im Sinne von dichte Wälder gibt es nicht. Was es gibt, sind eben vereinzelte Bäume, die es dann doch schaffen, im Laufe der Zeit sich zu etablieren, meistens mit reduzierter Lebenserwartung. Ein schönes Beispiel ist das da, ne? Da ist schon was ordentlich kaputt und das ist durchaus normal für diesen Lebensraum. Ansonsten sind diese Steingärten, wenn man sie so nennen möchte, typischer Lebensraum der nicht Gefäßpflanzen, also der primitiveren Landpflanzen wie Moose und Farne und theoretisch noch Algen, wo es sie dann gibt, beziehungsweise Flechten, die eine Symbiose von Alge und Pilz sind. Da ist die Alge dann also auch daran beteiligt. Ein paar ganz wesentliche Moose, die man hier haben, beziehungsweise ein paar ganz wesentliche Farne, die wir hier haben. Und man darf hier natürlich nichts ausrupfen. Das da ist der Rippenfarn. Der ist ein eher seltener Vertreter der Farne, den man so im normalen Wald eher selten antrifft. Früher hieß er mal Blechnum spikant. Ich weiß nicht, ob er inzwischen immer noch so heißt. Gibt es weltweit immer mal wieder in eher feuchten, farnreichen Lebensräumen, die wir in Deutschland nur unter speziellen Bedingungen, wie zum Beispiel in der Blockhalde, wirklich im größeren Stil haben. Dadurch ist er in Deutschland eher selten. In zum Beispiel dem atlantischen Regenwald, pazifischen Regenwald, der kühlgemäßigten Zone wechseln die fast überall beispielsweise. Außerdem haben wir hier dieses Gestrüpp. Dieses Gestrüpp ist je nach konkretem Fall eine Mischung aus Ginster und Blaubeere. Ginster wahrscheinlich weniger geworden in letzter Zeit. Das allermeiste ist Blaubeere. Das da ist tote Blaubeere. und das da ist noch lebendige Blaubeere. Das ist auch das Wesentliche, was wir hier mengenmäßig wahrscheinlich an höherer Pflanze haben werden, nämlich eben die gute Blaubeere. Zu erwarten wäre noch ein wenig Heidekraut, wenn das System dann alt genug geworden ist. Also Calluna vulgaris, das ist das Zeug, was auch in den Heidelandschaften Deutschlands vorkommt, zum Beispiel der Lüneburger Heide, die Hauptheide sozusagen. Und das ist es im Wesentlichen vom Pflanzlichen her. Ich möchte jetzt auf die Bestimmung der einzelnen Moose nicht wirklich eingehen, dafür hätte ich jetzt lieber gerne ein
Stimmungsbuch dabei, was ich nicht habe. Und drum beschränken wir uns eben auf, es gibt viele Moose. Darunter natürlich das schöne Frauenhaarmoos, das gemeine Frauenhaarmoos. Ich meine, das Schöne gäbe es auch. Sternmoos, Schlafmoos, den Runzelpeter. Und das Etagenmoos, das sind auf jeden Fall welche, die es hier gibt. Aber wie gesagt, da möchte ich jetzt nicht allzu sehr drauf eingehen. Außerdem habe ich zu wenig Akku dabei. Ja, Besonderheit dieses Ökosystems ist vor allen Dingen auch, dass es hier kurz nebeneinander verschiedene Kleinklimazonen gibt. Man spricht da auch von azonalem Klima, also kleine Ecken, die tatsächlich eine andere Luftfeuchtigkeit und eine andere Temperatur haben als andere Ecken. Und da ist es halt eben ein ganz wesentlicher Punkt, dass du oben auf den Felsen einen sehr trockenen Lebensraum hast, ja? Direkte Sonneneinstrahlung genau auf dem Fels, kaum Möglichkeit zur Wasserspeicherung, weil kaum Boden vorhanden. Die Felswand selber noch viel extremer, außerordentlich trocken. Nur ganz spezialisierte Pflanzen stehen dann in der Felswand oder besonders hartnäckige Exemplare von Heidelbeere, viele Farne. Und in der Felswand selber, das seht ihr jetzt nicht, ich habe keinen Zoom, aber da hinten steht zum Beispiel Heidekraut genau in der Felswand. Galuna vulgaris ist eine der Magerkeits- und Trockenheitsresistenten in Kombination Pflanzen, die wir in Deutschland so haben. Also vor allem in der Kombination. Es gibt trockenheitsresistentere, es gibt aber auch magerkeitsresistentere, aber nicht in der Kombination. Da ist Caluna vulgaris meiner Meinung nach sehr weit vorne dabei und dann noch in einer großen Menge und brauchbaren Häufigkeit auftretend, um sich das auch mal angucken zu können. Ne? Die Tatsache, dass zwischen unseren Felsen hier so viele Klüfte sind und so viele Zwischenräume, zwischen denen sich Luft sammeln kann und selbstverständlich auch Wasser schnell abfließen, führt dazu, dass wir hier einerseits im Winter durch die Tatsache, dass hier sehr viel kalte Luft nach unten wegfließt, durch die Felsen sozusagen einfach im Untergrund verschwindet, einen eher warmen Lebensraum haben, weil eine Stauung der kalten Luft nicht möglich ist, und im Sommer genau andersrum, weil dann halt eben die kalte Luft, die es gibt, die wenige, die es gibt, genau hier landet. Ja? Und meistens ist es so, dass es netto ein eher kalter Lebensraum ist, aber es kann im Winter eben durch diese Kaltluftabführung nach unten manchmal auch Situationen geben, in denen sich zum Beispiel in der Sonne die Felsen schneller aufheizen, als es in der normalen Waldumgebung der Fall wäre. Ohnehin spielt die Rolle, dass der Kronenschluss quasi nicht vorhanden ist und hier nur wenige Bäume rumstehen, spielt natürlich auch eine große Rolle beim Sonnengenuss, den diese Landschaft hat, was eben diese spezialisierten primitiven Pflanzen wie Moose und Farne eben hier auch sehr gut wachsen lässt, weil sie eine große Photosyntheseleistung hinbekommen und häufig übrigens zusätzlich noch eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, weil sich eben die kalte Luft hier unten immer sammelt. Kalte Luft ist nasse Luft. Das liegt einfach daran, dass kalte Luft weniger Wasser aufnehmen kann, je enger zusammen die Luftmoleküle sitzen. Und das ist ja eine Temperatur abhängig. Je kälter, desto enger sitzen die Luftmoleküle zusammen, desto weniger Platz ist in den einzelnen Luftmolekülen. Und ja, Luftmolekül kann man so nicht sagen, die Bestandteile des Gasgemisches Luft, ne, um es korrekt zu machen. Und je weniger Platz dazwischen ist, desto weniger Wasserdampf passt da rein. Und je weniger Wasserdampf da reinpasst, desto schneller tritt das Ganze als Wasser auf. Ja? Also sehr warme Luft kann enorme Mengen Wasser in der Luft speichern, ohne dass wir einen einzelnen Tautropfen zu sehen bekommen. Sehr kalte Luft kann nur wenig Wasser speichern, bevor sichtbares Wasser aus der Luft herauskondensiert und plötzlich überall Tau auftaucht. Soll heißen, kalte Luft macht Sachen nass, und so ein Moos, wie es hier überall auf den Felsen hängt, das braucht genau das. Das möchte bitte gerne nass gemacht werden, weil wenn es nicht nass ist, kann es keine Photosynthese machen. Es hat keine Möglichkeit, Wasser zu speichern und kann nur, wenn es gerade nass ist, überhaupt irgendwie Photosynthese betreiben. Ist es gerade trocken, muss es warten, bis es wieder nass wird und kann erst dann wieder weiter Photosynthese machen. Weshalb eine ständig feuchte Luft das ideale Klima für ein Moos darstellt, um langfristig
an einem Ort wie diesem überleben zu können. Außerdem, wenn Bäume nicht richtig Fuß fassen können, können sie auch nicht richtig nach oben wachsen, keinen Schatten werfen, das Moos auch nicht ausdunkeln. Noch ein Grund, warum Moose und Farne, die etwas komplizierteren Vertreter der primitiveren Nicht-Samenpflanzen, sich hier so wohlfühlen und hier gut gedeihen können. So, jetzt gehe ich hier gerade noch 5 Schrittchen durch. Und dann haben wir es im Großen und Ganzen eigentlich auch. Ja, hier ist ein bisschen Ginster. Den habe ich noch gesucht. Leider blüht er jetzt natürlich nicht. Da hätte man im Frühjahr nochmal wiederkommen sollen. Und hätte ich jetzt mehr Akku dabei, könnte ich euch hier auch noch mal ein bisschen mehr zeigen. Aber wenn wir ehrlich sind, so unendlich viel zu sehen gibt es hier dann auch nicht. Das Besondere, was das Ding als Naturdenkmal eben qualifiziert, hier die Vollzimmersteine, ist tatsächlich die Tatsache, dass sie auf einer relativ ebenen Fläche vorkommen. Normalerweise sind Buntsandsteinformationen wie diese hier gar nicht mal so selten, aber am Hang zu finden. Ja, und hier gibt es keinen Hang. Hier ist es wirklich in die Ebene hinein passiert, dass diese Abbruchkante entstanden ist. Der Fairness halber, die ist nur so zur Hälfte natürlich. Also sie ist es schon, aber man hat das bis vor 1954, da wurde es unter Schutz gestellt, noch als Steinbruch genutzt. Das heißt, ein bisschen menschlicher Einfluss in der Formation der Steine. Und wir haben am Anfang auch einen offensichtlich nicht natürlich runden Stein gesehen. Der stammt wahrscheinlich auch noch aus der Steinbruchnutzungszeit und führt dazu, dass wir es hier halt nicht mit einem rein natürlichen Ökosystem zu tun haben. Ja, grundsätzlich aus Sicherheitsgründen sollte man in einer Blockhalde mit Gefälle, wo erheblich mehr Bewegung im Gestein zu erwarten ist, nicht herumkraxeln. Das ist dann natürlich den Kindern schwer zu vermitteln, dass sie das nicht sollen, aber da weiß man nicht, ob die Steine noch in Bewegung sind oder nicht. Grundsätzlich kann man sagen, ist der Stein schon sehr bemoost, dann würde er wahrscheinlich so schnell sich nicht mehr bewegen. Ist der Stein noch gar nicht bemoost, Finger weg bzw. Füße weg, der könnte durchaus noch nicht ganz an seinem Ursprungsort bzw. an seinem endgültigen Ort, wo er die nächsten paar tausend Jahre rumliegen wird, sich befinden und da erst noch hinwollen. Und das möglicherweise dann, wenn man sich gerade draufstellt oder drüber kraxelt. Das ist also nur bedingt zur Nachahmung empfohlen, was ich hier gerade wieder treibe. Mit Anmut und Grazie, selbstverständlich, immer, ausschließlich. Ja, schöne Blockverwitterungsformation. Und ja, hier könnt ihr nochmal sehen, das jüngste Birkenwäldchen, was es hier gerade gibt, an einer vertieften Stelle ohne große Blöcke, wo sich eben durch die Erosion des Buntsandsteins hier auch schon eine gewisse Menge Feinboden gebildet hat. Das heißt, da ist Platz für die Wurzel, da kann man keimen, da kann man eine, naja, noch nicht sehr beeindruckende Höhe erreichen. Und das sind natürlich viel zu viele Birken. Und hier kann man dann wunderbar wieder die natürliche Selektion beim Ausselektieren bewundern. Es sind zwei verschiedene Baumarten, die hier wachsen. Wir haben hier zum einen, wenn mich nicht alles täuscht, es sind sogar drei. Das sind Bergahorne drunter. Bergahorne natürlich. Natürlich die Birke. Und ich meine hier vorne, das ist eine Kirsche. Ich meine nicht nur, das ist tatsächlich eine. Aber ja, Kirschen sind durchaus auch etwas, was man häufig in solchen Geröllhalden finden kann. Die sind auch sehr anpassungsfähig und werden halt vor allen Dingen überall hingebracht per Vogel, ne, als Kirschkern und sind dann auch in der Lage, potenziell überall zu keimen. Ja, für Survival-Zwecke und auch in der Frühzeit der Menschen darf man davon ausgehen, dass solche Gebiete sehr beliebt gewesen sind, weil sie eben natürliche Felsüberhänge, höhlenartige Strukturen und ähnliches bilden. Und ein besseres Survival-Shelter als eine richtige Höhle kann man sich halt nicht wirklich bauen. Die übersteht jeden Sturm und unter allen Bedingungen kann man in sowas wohl möglich ganz gut geschützt sein. Insbesondere wenn du dann in der Höhle noch ein paar Balken, Dächlein, Tierfelle oder ähnliches installierst, damit es dann nicht wirklich an die Stelle regnet, an der du dich gerade befindest. Kann sein, muss nicht. Wer weiß, wie es hier zur Altsteinzeitzeiten ausgesehen hat. Vielleicht gab es da noch erheblich mehr brauchbare Höhlen. Wirklich was gefunden hat man hier allerdings nicht archäologisch. Nicht, dass ich wüsste. Aber ja, es ist schon was für Kinder, durchaus hier ein wenig herumzukraxeln. Und
solche Gebiete ohne Betretungsverbot sind halt eben auch nochmal selten. Deswegen sollte man natürlich trotzdem nicht überall hinscheißen, vor allen Dingen, wenn man das tut, nicht unbedingt das Klopapier liegen lassen. Beziehungsweise Klopapier mag ja vielleicht noch gehen, aber bitte nicht Taschentücher. Da sei nochmal dringend, gerade an solchen Orten, darauf hingewiesen, wenn schon mit Papier, den Allerwertesten oder Ähnliches abwischen, dann bitte mit Klopapier. Einfach Klopapier dabei haben, ein bisschen was, ein kleines Bündel, immer im Rucksack, weil das verrottet halt sehr, sehr schnell. Tempotaschentuch, da hast du 5, 6, 7 Jahre was von, und zwar noch wunderbar zu erkennen, dass da jemand sich mal den Allerwertesten oder Ähnliches abgewischt hat. Und bei Klopapier ist es spätestens nach einem Jahr verschwunden, insbesondere wenn es ein feuchtes Jahr gewesen ist. Ja, Klopapier ist ja dafür da, zersetzt zu werden. Das soll ja in der Kanalisation möglichst schnell zerlegt sein und nicht irgendwelche Verstopfungen und Ähnliches fabrizieren. Ja, und das sind halt wunderbare Orte, an denen man dann das weiße Scheißtüchlein gerne mal antreffen kann als unbeliebten Waldbewohner. Ja, das ist es im Grunde. Ne? Natürlich, durch die hohe Feuchtigkeit haben wir an den Bäumen selber oft noch einen Moosbehang, häufig noch einen Flechtenbehang. Und jetzt ist mein Akku gleich leer. Flechte haben wir schon an vielen anderen Stellen besprochen. Ich schenke euch noch einen Rundumblick. Mit mir leider im Bild, weil ich zu faul bin, aus dem Bild zu rennen. Und ja, wer zufällig mal hier vorbei möchte und sich in Ruhe mal eine begehbare Blockhalde angucken, da kann ich die Vollzimmersteine, den Vollzimmerstein, je nachdem, wärmstens empfehlen. Herzlichen Dank fürs Mitkommen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.